Arschloch. Quella. Fuck! Nachdem wir ein bisschen die Wakeboard-Sports gerockt haben, beziehungsweise der Johannes natürlich ein bisschen mehr als ich, ich bin blutiger Anfänger, aber habe es dann doch einigermaßen hinbekommen, sind wir jetzt beim Dominik, machen jetzt, nachdem wir eine kleine Fettmessung... Wie alt bist du jetzt? 29. Du Jungspund. Ja. Hättest du nicht gedacht, hä? Und dann schon so fett. Du bist der Fettsack von uns beiden. Junger Mann. Dein Model und er sieht gut aus. La 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 la. Er trägt gerne Vollbart, hat einen großen Bauch. Jeder, der in Wien ansässig ist, also generell sollte man sowas eher nicht selber machen, sondern immer eine zweite Hand zu sowas nehmen. Da kann man auf jeden Fall den Dominik Schmidt nur empfehlen. Also jeder, der da mal Bedürfnis hat nach einer vernünftigen sportwissenschaftlichen Betreuung hat, sollte sich auf jeden Fall an ihn wenden. Ist auch die Vertrauensperson unseres Wahnsinns. Mann, bist du fett, ey. Tatsächlich zeigt sich bei meinen Werten schon mal, dass das weit davon weg ist, was tatsächlich im DEXA-Scan gemessen wurde. Beim Johannes. Kommt's näher ran. Kommt's näher ran? Ja, der ist auch fetter. Und das ist auch wirklich der Teil, den man selber eigentlich überhaupt nicht machen kann. Einerseits muss dann natürlich immer das Messergebnis reproduzierbar sein. Andererseits kommt man auch an manche Stellen überhaupt nicht ran. Wie viel hast du? 20,55. Zumindest näher dran, ja. Die Frage ist natürlich, was wäre es gestern gewesen? Aber so ein großer Unterschied wird es wohl nicht sein. Es war schon beim Joe ein Unterschied von Tag zu Tag. Ja? Ja. Gerade vom ersten auf zweiten am meisten, oder? Ich glaube, ja. Ja. Aber ist ja egal, wir haben ja noch genug Tage. Geht es jetzt daran, ein bisschen Steady-State-Cardio einzubauen? Auf diesen zwei Ungetümen da hinten. Also nicht das Ungetüm, was jetzt da im Bild ist, sondern die zwei Fahrräder da hinten. Ja, was sagst du? Hast du irgendwas noch mitzuteilen? Oder? Ich will ins Bett. I think the camp's sleeping. Well, I guess you just have to go wake him up now, won't you? Hält auch nichts mehr aus, ne? Gut. Auf geht's, wir machen noch schnell Fotos und dann schwingen wir uns aufs Rad. Ist noch Wasser am Ohr. Das sind jetzt so 10 Minuten, das zieh ich schon mal durch. Aber morgen werde ich mich auf keinen Sattel setzen. Dann ruder ich lieber oder schwimme. Muss ich irgendwie den Quagel aufmachen. Weiß noch nicht, wie ich das machen soll. Doch, ich habe einen Leatherman. Das wird richtig, richtig stinken jetzt. Handkäse konnte ich noch nie ab. Was ist denn das? Meerwasser Spray. Meerwasser Spray? Damit die so ein bisschen Surfer-Look haben, oder was? Ja, das ist halt nicht so verklebt, ist einfach nur. Tja, es gibt Momente, da ist Hähnchen nicht genug. Ich komme mit dem Hähnchen gut klar. Ja, du hast ja überhaupt kein Hähnchen heute gegessen. Mir schmeckt es gut. Ja, ich weiß, ich habe irgendwie nie gelernt, so wirklich so trockene Sachen zu essen. Das ist irgendwie mir nicht in die Wiege gelegt worden. Mal riechen. Was ja mein Vater mal gemacht hat, ist... Harzer. Ist nährwerttechnisch eigentlich fast gleichwertig. Boah.
Der hat noch nie so gut geschmeckt. Echt fett. Ein harter Käse hat eigentlich die perfekten Nährwerte. Nämlich, er besteht fast zu 2000%. Boah, der ist echt lecker. Das ist wahrscheinlich nur, weil ich total am Verhungern bin, aber es schmeckt echt gut. Da seht ihr die Nährwerte. Also eigentlich eine reine Eiweißbombe. Und ja, ich esse jetzt mal einen. Gleich geht der Livestream los. Wir haben jetzt eine halbe Stunde erstmal geradelt. Der ist nicht schlecht, Mann. Der Hunger treibt rein. Ja, ja. Das hat noch nie so gut geschmeckt. Wirklich. Wenn ich mir jetzt zu Essig und Zwiebeln vorstelle. Ich will einen anständigen Kaffee trinken, ey. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, in Wien gibt es nur Espresso. Ey, vielleicht bringt uns hier gleich einer einen Kaffee beim Livestream. Da kann man fragen, ob uns einer einen bringt. Ernsthaft, echt jetzt. Aber hier gibt es immer nur Espresso. Und auch Kaffee. Einen anständigen Kaffee. Ja, ich trinke hier Monster Energy. Hier in Wien das erste Mal getrunken. Ja, ist halt was mit Geschmack, ne? Koffein drin. Was hat denn hier so ein Ding? Eine Portion 33 Gramm. Eine Portion 123 Kalorien. 10 Gramm Eiweiß. Aber was ist denn eine Portion? Achso, eine Portion, das ist ein so ein Ding hier. Mhm. Ah, okay. Und damit ist man dann bei den 100 Gramm hier, bei 123 Kalorien, 30 Gramm Eiweiß. Das ist quasi wieder wie so ein Shake eigentlich. Das ist wahrscheinlich mehr sättig, ne? Und auf jeden Fall auch mehr aus dem Maul stinkst. Oh, 2 Minuten. Ich gebe jetzt auch mal ein. Ich habe nicht Angst, meine Muskeln zu verlieren. Im Ganzen, oder? Ja. Also alle drei? Ja, dann habe ich ja die Portion da. Zur Not muss ich den... Quarkel ist love, Quarkel ist life. Meine Hände wäre schon waschen gleich, ne? Genieß es. Boah, ne. Boah. Ein kleines Stück Finger, aber. Packen wir ein, das sieht man später. Das macht nicht mein Quarkel schlecht. Nee, kriege ich nicht runter. An dem muss ich noch jetzt dann, weiß ich wofür. Ja, ist den oberen. Mhm. Ja. Boah. Oh nee. Boah. Der Quagel ist gerade den Queller, ja. Der Queller ist den Quagel. Alter, das ist widerlich. Widerlich. Lieber widerlich als widerlich. Weiter strampeln, Hände waschen.
Kilo, um hier eine Stunde auf dem Rad zu sitzen. Scheiße, nee. Richtig dämlich. Die letzten 2 Minuten. Quell hat das Problem, dass dein Damm ein bisschen wehtut. Oh. Seriously, mit 100 Kilo Fahrrad fahren ist einfach scheiße. Mach das nochmal, ey. Boah, leck mich am Arsch. Weiterer Listteil ist abgehakt. Mir tut einfach nur der Damm scheiße weh. Ich sterbe gerade, also ich habe gerade so ein miserables Gefühl. Ich fühle mich ganz schrecklich, vor allem, das habe ich einmal in meinem Leben gehabt, da bin ich im Teutoburger Wald Mountainbike gefahren, dass mich komplett die Kraft verlässt und ich anfange zu zittern. Also wirklich so unterzuckerungsmäßig und genau das Gefühl habe ich gerade wieder, was sehr, sehr unangenehm ist. Wir essen jetzt kurz eine Kleinigkeit und also mir geht es gerade echt miserabel. Also so von einem Moment, wo es mir noch wirklich super ging, auf den anderen also ganz arg. Ja. Dieses Fahrradfahren, das war echt nicht geil, vor allen Dingen ohne Fahrradhose. Aber ja, also ich... Währenddessen ging es eigentlich, aber jetzt gerade fiel mir immer nur noch scheiße. Die erste halbe Stunde war, gehen schon, ne? Die erste halbe Stunde war ja so ein bisschen anstrengend, war halt, weil es einfach auch langweilig war. Dann hatten wir durch die geile Livestream-Gemeinde sehr schöne zweimal eine halbe Stunde Listballern auf dem Fahrrad. Das war echt geil. Vor allen Dingen war es ja doch unterhaltsam für uns, das war mega gut. Ja, und danach haben wir noch mal so eine halbe Stunde durchgebockt gerade und die haben wir aber, das war mental einfach. Da hatte ich keinen Bock mehr. Also die letzte halbe Stunde, wir haben dann insgesamt 2 Stunden jetzt Fahrrad gemacht, aber die letzte halbe Stunde, da hatte ich echt keinen Bock mehr. Auch mein Damm hat nur noch wehgetan, ich habe nur noch Schmerzen gehabt und auch jetzt beim Laufen merke ich bei jedem Schritt noch den Damm, ey, das tut einfach nur weh. Ich bin echt müde, ich könnte mich jetzt einfach hinlegen und 10 Stunden pennen. Echt? Ja. Ja gut, ein bisschen müde bin ich auch. Aber du hast dir so viel Koffein eigentlich reingeballert, dass es ich das... Es wirkt bei mir nicht. Ich trinke Kaffee wirklich, weil es mir schmeckt, nicht um wach zu werden. Okay. Ich kann mir direkt 1 Liter Kaffee gönnen und noch 2 Monster und Red Bull und ich kann direkt pennen. Ja, wurscht. Wir essen jetzt eine Kleinigkeit und dann geht's weiter mit 3 Stunden Wanderung. Juhu. So, wir haben uns jetzt mal ein bisschen Essen gemacht und ein bisschen Variation reingebracht. Ich habe jetzt hier 400 Gramm Hähnchen mit Salz und ein bisschen Lemon Pepper. Und dann habe ich hier noch ein paar Shrimps mit. Wir haben uns echt mal ein paar Salatblätter gegönnt jetzt hier mal. Keine Ahnung, wie viel Kalorien das sein werden. Vielleicht keine 15, keine 12. Und ein bisschen eine Knoblauchzehe und 200 Gramm von den Shrimps. 200 Gramm von den Shrimps ersetzt ungefähr 100 Gramm von dem Hühnchen. Das heißt, wir haben jetzt, ich habe jetzt dann 400 Gramm Hähnchen, 200 Gramm von den Shrimps und einen Shake heute Morgen getrunken. Das heißt, ich bin jetzt bei 600. Ich bin ungefähr bei 600, 700 Kalorien damit. Und
Dann habe ich nachher noch so 300 Gramm, 400 Gramm Chicken übrig. 300 Gramm Chicken übrig. Und ja, ich habe aber auch nicht so richtig Hunger, muss ich sagen. Ich, man merkt schon, ich fahre voll total runter, ne? Hunger habe ich nicht so richtig, aber die Vernunft siegt und ich werde es jetzt einfach essen, weil ich keinen Hunger habe, aber weil ich auf jeden Fall das Ganze essen möchte, weil es, glaube ich, vernünftig ist, jetzt zu essen und nicht komplett aus dem Ruder zu laufen. Andi hat sich schon hingelegt, der macht einen Powernap, aber ich glaube, aus dem Powernap wird eine ausgeschlafene Sleep Session. Mal gucken. Ich esse jetzt auf jeden Fall erstmal auf und dann werde ich ihn mal wecken. Komm. Sonst schaffen wir es gar nicht mehr ins Gym. Stimmt, wie spät ist es? 20 Uhr. Echt? Ja. Fick. Ich baue gerade voll ab. Fuck, ey, heute ist erst Tag 2. Wir haben noch 3 Stunden Cardio vor uns. Spazieren. Goddammit. Das ist einfach nur scheiße. Ich kann gerade einfach nur pennen und bin im Arsch.